seid gegrüßt. Willkommen zurück zu einer neuen Runde Pen and Paper. Wir spielen heute Pen and Paper Space Shift Nummer 2, The Next Generation, wenn man so will. Ja, dann würde ich direkt mal, wir gehen direkt mal in den Ways. Und ich sag mal guten Tag. Was? Willkommen im Stream. Ja, wir werden hier noch ein bisschen brauchen. Ich habe nur einen unvollständigen Charakterbogen hier. Großartig. Achso, ja, ich habe dir gesagt, Inventar müssen wir noch machen. Ja. Na, willkommen zur Pre-Show, wo wir live im Stream nochmal Charaktere erstellen. Dann wollte ich nämlich gerade schon fragen, ob wir schon fertig sind, ob wir schon direkt reinstarten würden, ob wir noch ein bisschen Pre-Show-Gedöns machen wollen. Offensichtlich. Offensichtlich braucht jemand noch einen Charakter. Okay. Mein Charakter ist fertig. Also. Glaube ich zumindest. Oder haben wir bei mir noch irgendwie was? Naja, du bist fertig. Übersehen wurde. Dann kann ich, dann nehme ich mich mal zurück. Macht bitte. Ja, wir machen das mit den Items ganz simpel. Aha. Unterhaltet mein Chat. Liste? Wenn nicht vorhanden. Ach ja. Als ob ich Leute unterhalten könnte. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Kann ich jetzt mal gerade reinhören. Während der anderen reden. Macht ihr mal. Mach ich noch einen Soundcheck. Okay, das klingt in Ordnung. Schweigen wir jetzt noch eine halbe Stunde an, bis die Karte ist, oder? Offensichtlich. Ja, was brauchst du für Inventar oder was machst du damit? Besprecht das bitte lautstark jetzt. Ich mach's jetzt einfach mal so. Ich würfel dir gleich, keine Ahnung, 6-mal. Sag mir aber, wie viele Items du möchtest. Ich würfel's dir aus, was du alles kriegst. Ich schreib's dir einfach rein und schick's dir dann zu. Okay. Kannst du schon mal überlegen, was du als Fähigkeit, die wir jetzt für gewöhnlich immer haben, möchtest, das Passive und das Aktive, was du benutzen willst. Und was du gerne als improvisierte Waffe dabei hättest. Okay, inwiefern Fähigkeit? So wie immer. Wenn es dir einfällt, kannst du es reinschreiben. Beziehungsweise kannst du mir sagen, ich sag ja oder nein. So wie in zuvor also bei dem Ork, auf, der also stehen kann. Passiven Boni auf was und einen aktiven exakt. Fähigkeit. Okay. Ja, dann hätte ich als Waffe so ein. Wie heißen die Dinge? Wohlgemerkt. Ja. Wenn es dir schon nicht einfällt, dann nein. Nein, diese Dinger, was man als Mechaniker hat. Ich durfte. So ein Laserschneider. Ich durfte. Ihr wollt jetzt beide Mechaniker sein, okay? Beide Mechaniker. Mechaniker, sorry, ich bin Koch. Aber ich nehme trotzdem Laserschneider. Ich wollte. Ihr könnt auch gerne beide Mechaniker sein. Das sind nur die Dinger, die verfügbar sind. Du kannst auch. Mechanischer Assistent oder. Morty, da muss ich mich aber beschweren. Ich habe keine Waffe bekommen. Also, da kriegt ihr jetzt auch keine. Du hast eine improvisierte. Naja. Dein Schraubenzieher macht 1W6 Schaden. Ja. Ich nehme mir trotzdem sowas. Ich nehme mir trotzdem so einen Laserschneider. So, Ding. Und der kriegt jetzt Laserschwert. Ist klar. Nein, macht keinen Sinn, dass du das hast. Wenn du Koch spielen willst. Nein, dann kann ich auch Dinge machen. Ich wollte eigentlich Dinge nehmen, aber ich dachte, ich darf nicht. Dann bleibe ich wieder, dann nehme ich wieder zu Mechaniker auch. Ja, gut, dann mach das. Ja, dann muss ich. Das wird interessant. Nur kochen tausche ich dann aus gegen. Ja, du, es sind nur die Sachen, die ihr zum Customizen fertig macht. Das ändert am Ding an sich überhaupt nichts. Ja, dann mache ich halt Kochen auf zu reparieren und dann ist das körperlich oder so. Wird's besser, uns als Charaktere zusammenzuführen. Ja. Und da dann halt die 20 Punkte davon hinmachen. Ja, okay, die 12. Du bekommst eine tragbare Luftfiltermaske. Also, du bekommst eine Maske mit Luftfilter. Okay, interessant. Als was zählt der Angriff? Weil wenn das nicht als Ding zählt, dann musst du das halt, also der Bolzenschneider zählt ja als Fernkampf oder als Nahkampf?
gilt als Nahkampf. Nahkampf hast du nicht, die Werte sind jetzt so fix, ich ändere nur das eine noch. Nein, ich meine nur wegen, weil ich echt einen Bolzenschneider als Nahkampf? Ja. Gut, dann mach Fernkampf und Nahkampf. Ich hab grad gesagt. Ich hab grad gesagt, gut, dann krieg ich das gleich. Nee, weil ich wollte ja, ich habe ja gestern gefragt, wann wir das mit den Items machen, du hast mir nicht mehr geantwortet, deswegen. Ach so, wann hast du das genau gefragt? Hä? Ich 19 Uhr. Oder nee, wann hatte ich das mit dem Item gefragt? Das Item hatte ich schon mal früher gefragt, glaube ich. Keine Ahnung. Ah doch, das habe ich 19 Uhr. Ah, okay, das ist untergegangen. Ich hab nur das Bild gesehen. Ja, alles gut. Ich habe es gerade auch nicht gesehen. Tut mir leid. Ja, alles gut. Ja, siehst du. Passiert. Machen wir es jetzt. Ist nicht so, kein Stress. Ja. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja diesmal getimed. So, ja, dann mach, halt dann mach Fernkampf einfach Nahkampf und mach 10 von Geschick auf Stärke. Gut, einmal gebe ich dir das. Ja. Und ich überlege mir gerade Fähigkeiten. Soeben wurdest du signifikant schlechter am Angreifen. Joa. Passiert. Modi meinte zu mir, als wir den Charakter umgestellt haben, dass Kämpfen nicht relevant wird, dass wir nicht kämpfen werden. Das heißt, es wird jede Menge Kämpfe. Dem hier nicht, ne? Das heißt, es wird jede Menge Kämpfe geben und kämpfen wird unwahrscheinlich relevant werden. Was ihr spielt, ist eine andere Geschichte, aber es wird lebenswichtig werden. 13 Episoden davon schreibe. Unser Leben wird davon abhängen heute, ob wir kämpfen können oder nicht. So ja, kenne ich Mordi doch. Ich hoffe, wir kommen nochmal dazu. Gut. Item Nummer 2. Wie viele möchtest du? Was? Items? Ja. Gib mir 3. 3, gut. Ja, 2 sind auch okay. Ist vollkommen okay, wenn du sagst 3. Gibt es bestimmt geht mir noch Loot, die ich eintragen muss. Jo. Und die Nummer 8. Das muss ich mir übersetzen lassen. Aha. Das klingt immer gut. Was ist es denn? Ich kenne das eine Wort nicht. Klingt immer gut. Ja, nee, passiert. Trägheitsdämpfungsschuhe für die Bewegung in der Schwerelosigkeit. Okay. So was habe ich auch. Ja, hast du. Wow. Scheint es öfters zu geben. Scheint kein seltenes Item zu sein. Nein, ihr habt generell nichts besonders Seltenes oder Wertvolles, außer du mit deinem Essensreplikator, warum auch immer du den dabei hast. Aber du wolltest es. Es ging mega unnötig, den durchgehend dabei zu haben. Wobei eure Nahrung besteht halt aus quasi Nahrung. Ja, Star Trek-like halt, wahrscheinlich. Nein, nicht mal. Nein. Es ist. Komm mal später zu. Like. Nahrungspaste. Es ist Schleim aus einer alten Softeismaschine in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ah, also Nährstoffpaste. Genau. Können wir nachher noch im Game zu kommen. Wir haben ja noch. Das ist ein großer Plotpoint. Großer Plotpoint, das Essen. Ja, du. What the fuck, das Schiff sieht ja aus wie eine Mischung aus Enterprise und Star Destroyer. Ja, ich habe auch als Text in dem Ding Star Trek und Star Wars angegeben. Gut, sieht nämlich actually echt nice aus. Du kriegst ein persönliches First Aid Kit. Ja, als letztes. Aber wenn bei diesem Schiff die Brücke sankt, Unterschiff abkoppeln, dann ist das unter das Abkoppeln, dann ist so ziemlich das ganze Schiff weg. Dann bleibt nicht mehr viel von übrig. Es sagt auch niemand was von Abkoppeln. Es ist nicht Star Trek, was wir spielen. Wenn ihr Star Trek spielen wolltet, dann hättet ihr es vorher sagen müssen. Nee. Hätte ich auch gebaut. Aber es hat eine Brücke, das sieht man. Es hat da oben dieses Ding, was aussieht wie ein Düsenjet, was oben drauf sitzt, was da. Es hat eine. Was? Ja, natürlich, das hat oben Triebwerk, aber unten nicht, glaube ich. Keine Ahnung, ich kann nicht wirklich viel definieren. Die sind mehr oder weniger zusammen, so wie ich das sehe, sind mehr oder weniger zusammen. Es sieht auch aus, als wäre es hinten so. Ja. Ich würde sagen, abgekoppelt wird der gesamte Teil hier oben.
Ich würde sagen, das was so aussieht wie ein amerikanischer Düsenjet. Exakt. Würde ich auch sagen. Sieht einfach so aus. Das würde abgekoppelt werden für extra Geschwindigkeit. Der Rest ist ja nur Wohnquartiere und der unnötige Scheiß. Sieht halt wirklich so aus wie von... Wollt ihr eigentlich einen Namen für das Schiff aussuchen? Ich dachte, du hättest das ausgesucht. Nein, keine Ahnung. Ich bin nicht die Freiheit gebe ich euch. Als ob ich mir jetzt noch was ausdenken könnte. So, wie sieht's mit Fähigkeiten aus? Was hättest du? Kann ich eine, also meine aktive Fähigkeit. Genau. Da habe ich was. Ich weiß nicht, was du davon hältst. Ich wäre damit. Das ist. Ich wäre dafür, wenn. Schau meinen Namen an. Ich wäre dafür, wenn das Schiff einfach irgendeine Seriennummer hat und gar nicht wirklich einen Namen hat, sondern eine Buchstaben und Zahlen kommt. Ihr seid auf der 03, okay? Nee, irgendwie die USS 13539 irgendwie. Nee, ihr seid auf der 3. Aha. Die 3, einfach nur die 3. Mach einfach, dass die dann halt einfach einmaligen Typen überzeugt. Als ob das eine Rolle spielt. Sicher, wenn du das möchtest. Ja. Und ansonsten. Weil ich die Passive einfach, weil ich Mechaniker bin, einen dauerhaften Bonus auf von 5 auf Mechanikfähigkeiten. Ja, sicher. Oben in der Ecke steht. Gut. Na, wir benutzen das übliche Vorteilsystem. Deshalb, du kriegst einen Vorteil auf Mechanik, wenn es nötig ist. Jo. Gut. Das wird nötig. Waffe möchtest du was? Wie gesagt. Beziehungsweise was auch immer du dabei hast. So ein Laserbolzen-Cutter. Weiß ich nicht. Was? Wie genau würdest du das Ding beschreiben? Ich weiß nämlich nicht, was ich mir darunter vorstellen muss. Ein kleines Laserschwert. Stell dir vor, wie so ein. Damit kann man so Stangen durchschneiden. Nur so aus Laser. Also ein Laserschwert. Nein. Also eine Säge. Du kriegst ja, eine Säge. Ja, aber mit einem Laserblatt halt. Weil mit einer Säge kann man nicht gut schlagen. Oder sonst irgendwas. Warum kriegt der jetzt hier ein Laserschwert? Er kriegt. Weißt du, wie eine Handlaubsäge aussieht? Das. Ja, also Lichtschwert. Nein. Wenn du es schaffst, mit dem Ding jemanden zu verletzen, ist das beeindruckend. Und was ist das? Ich hab's gar nicht gesehen. Oder wo? Ah. So. Halt die Fresse, Wicker. So, ich muss mir noch Sägeblatt übersetzen lassen. Oh, okay. Ich versuche gerade mit meinem eigenen Charakterpunkt da zu kommen. Okay, du kannst einmal Rüstung ignorieren mit dem Ding und ansonsten. Hier sind die Werte. Gut. Ich mir einfach den Bogen. Kann ich reingucken. Ich trage sowieso alles gerade selbst ein. Ja.
Na dann. Sagt mir Bescheid, wenn ihr ready seid. So. Ja, sofort. Vielleicht soll ich das noch auf Deutsch übersetzen lassen. Wäre vielleicht nicht das Dümmste. Bevor ich hier Sachen einfüge. Kannst du es dir nicht direkt auf Deutsch ausgeben lassen? Ich könnte. Löschen dauert kurz. Okay. Speichern und senden. Jo, fängt ja schon wieder sehr gut an, der Stream. Ich sehe schon. Alle prima vorbereitet. Ich bin sehr gut vorbereitet. Diesmal liegt an euch. Was mach's? Wo ihr habt. Was bedeutet denn Aufopferungsbonus-Modi? Das ist das üblich, wenn du das Item abwirfst, also aus deinem Inventar komplett entfernst und das nicht wiederholen kannst, dann kriegst du einmal den Bonus auf deinen Wurf. Das wäre zum Beispiel, wenn du im Schacht klettern, das Klettern versauen würdest, dann wirfst du das Ding ab, kriegst 15 von deinem Wurf abgezogen und dann schaffst du es. Ohne zu fallen, sondern es fällt dir halt aus der Tasche und du hast weniger Gewicht oder sowas. Habt ihr bisher, ich glaube, einmal benutzt? Ja. Ich kann mich daran erinnern, dass das mal irgendwie von irgendeiner Runde haben wir, war das Sephora oder irgendwas haben wir gespielt, da wurde es von anderen irgendwie übermäßig viel benutzt. Ich hab's noch nicht. Ich erinnere mich, dass du das einmal verwendet hast. Ich hab das nicht. Ich habe Inventar zu kriegen, glaube ich. Ich hab das nie verwendet. Ja. Das war durch beim Piratenabenteuer bei Sephora, war das so das eine? Nee, da war es nicht. Nee, da wurde es nicht einmal benutzt. Aber irgendwo haben wir das, habe ich das schon mal gehört, das wurde permanent benutzt, und da wurde irgendwie gesagt, beim Kampf irgendwie ging es darum, wie kann ich das jetzt nochmal schaffen, und dann werfe ich jetzt mal 5 Gegenstände weg. Irgendwie ging es darum, dass irgendjemand hat das. Es war aber nicht ich, das war. Das sehr nach dir, ehrlich gesagt. Das war auch Modi. Ja, das war auch. Das war ich aber nicht. So warst du. Ich definitiv nicht. Das klingt sehr nach dir. Definitiv nicht. Doch. Du müsstest nochmal nachdenken. Der Rest hatte kaum was im Inventar, du hast jeden Scheiß mitgenommen. Das klingt sehr, sehr, sehr stark nach dir. Außer bei dem einen Item, das du dafür benutzt hast. Sehr sicher. Da bin ich aber mir sehr, sehr sicher, dass ich das nicht war. Das überprüfen wir nochmal. Ich bin mir auch. Ich weiß ja gar nicht, wie das funktioniert. Siehst du was, sorry. Ich bin mir ziemlich sicher. Es wurde auch, glaube ich, echt nur eine Runde benutzt. Ja, ich glaube, es war auch einfach viel zu viel Inventarplatz verschwendet, deswegen. Ja, ich verstehe nicht. Bei meinen Charakteren immer. Wenn ein System ein volles Inventar haben kann, das ist viel zu viel Zeug. War das nicht nur so, ich habe Zeug von der Straße geerntet? Ja, Weizen. Oder waren es, ich glaube, Trauben waren es sogar. Oder beides? Oder Steine, keine Ahnung. Schaffst in jedem Abenteuer mal ein Glasverdreck dabei zu haben. Du hast jetzt schon dein Inventar vollgeklumpt, mit Scheiße. Das musst du bei meinen Charakteren. Du hebst auch die Heilungstränke auf bis nach dem Endboss, weil du hättest sie ja gebrauchen können. Irgendwann kommt der Tag, an dem wir eine Handvoll Kotze brauchen werden, und dann habe ich eine dabei. Das ist irgendwann. Irgendwann kommt der Moment, wo es lebenswichtig wird und dann. Nein, wird nicht. Das also zumindest dann heute nicht. Das kann ich schon mal sagen. Weil aber in irgendeinem Abenteuer. Wenn ihr nicht wirklich, wirklich sehr, sehr sehr, sehr unglücklich würfelt. Das tun wir, Modi. Das ist eigentlich unmöglich.
Das wären wir. Unmöglich, dass ihr sterbt. Das wären wir. Wir wären sehr gut. Du kennst unser Würfelglück. Ich habe die letzten Male schlecht gewürfelt, jetzt ist eigentlich wieder gute Würfel drin. Nicht mal das, ich meine, es ist allgemein extrem schwer in meinem System zu sterben. Also wirklich extrem. Wir werden es schaffen. Ja, glaube ich nicht. Ich vertraue euch da. Dann so bist von ihr beiden. So, machst du das Beste fertig mit deinem Charakterbogen, oder? Ja, schon längst. Können wir anfangen. Und du hast durchgelesen? Ja. Also, gut, ja. Dann lass mich mal eben einsteigen. Lass mich mal kurz den Stream öffnen. Nur für den Fall das. Wofür das denn? Für den Fall das. Bisschen Chat lesen oder was? Eigentlich hätte man zum Ding machen, das improvisierte Werkzeug einfach die Sachen von Dead Space nehmen müssen. Die wären dir wahrscheinlich zu OP gewesen. Hätte ich dir nicht erlaubt. Ja, kennt Dead Space. Ist doch aber auch nur alles nur Werkzeug. Okay, Chat sieht gut aus. Dann lass mich mal das eben kopieren. Vielleicht kommen ja Leute von der DSA-Gruppe, mit der ich es getestet habe, rein. Mal schauen. Bei Pen-Paper-Runden haben wir zumindest am Anfang nicht, aber bei Sephora hatten wir auch da war erstaunlicherweise viel los im Chat. Also irgendwie. Ich sollte auch ausrichten, dass eine Handvoll Kotze nie sinnvoll ist. Ist immer sinnvoll. Irgendwann wird das noch was nutzen. Irgendwann werden wir vor einem Rätsel stehen, da füge eine Handvoll Kotze ein, um das Rätsel zu schaffen und dann. Und dann hast du deine Handvoll Kotze leider davor dem Ork ins Gesicht geworfen. Ja, exakt. Boltbaren ist nie sinnlos. Ich wäre soweit. Ich schreibe noch, Moment. Muss ich dir aber widersprechen. So. Nope, eine Handvoll Kotze ist nie gut. Eine Handvoll Kotze ist immer gut. Nein, offensichtlich nicht. Der Chat sagt nein. Das heißt, Chat hat recht. Chat hat nicht immer recht. In dem Fall schon. So. So, gut. Dann würde ich sagen. Eine halbe Stunde haben wir jetzt schon rumgekriegt. Dann können wir jetzt mal reinstarten ins Abenteuer. Jo. Gut, dann fangen wir doch. Ich würde sagen, in 5 Minuten an, dann gehe ich nochmal ganz kurz aufs Klo. Ja, gut. Von mir aus. Haben wir jetzt schon eine halbe Stunde gewartet, können wir noch 5 Minuten länger warten. Hey, man muss ja ein bisschen Zeit reinholen, ne? Währenddessen kann ich euch nochmal das Intro abspielen. Machen wir noch ein kleines Intro. Space Shift. Ich hoffe, wir kommen mal dazu, irgendwann anzufangen. Du musst mir mal sagen, Mina, ob die Musik angenehm ist, ob der
die beiden anderen gut zu hören sind, ob ich zu gut zu hören sind. Können wir gerade mal die Zeit nutzen. Alles gut vom Ton her, das freut mich sehr. Ich rechne übrigens nebenbei höhere Mathematikaufgaben, stört mich gar nicht so sehr, dass ihr noch nicht vorangekommen seid. Ja. Können wir ein bisschen Just-Chatting machen mit Sarah. Ja. So. Solange es keine Matheaufgaben sind. Sicher, dass du mich helfen möchtest, bestimmt, kannst du bestimmt ganz gut. Nein. Ich bin absolut keine Mathe. Da bin ich keine Hilfe. Was ist mit Matheaufgaben? Bin ich wieder in der falschen D&D-Gruppe gelandet? Mhm. Nein. Sarah hat nur geschrieben. Sarah ist heute nicht mit dabei, deswegen. Nein. Die macht gerade Hausaufgaben. Ah. Hausaufgaben? Nee, nee. Nicht Hausaufgaben. Uniblätter. Viel schlimmer als Hausaufgaben. In so einem Fall, ich glaube, könnte ich auch in den Discord kommen. Ja. 2 Minuten noch. Ja, wir werden hier noch, wir können noch eine halbe Stunde quatschen hier. Das ist da. Wir machen heute einen Unterhaltungsstream. Gut, um 12 wollten wir anfangen, hast du gesagt? Jo, können wir machen. Jetzt frisst du noch was. Entschuldigung. Ist jetzt die Pause vorbei? Hast jetzt gegessen, auf der Toilette gewesen? Dann können wir jetzt mal alle ihre Charakterbögen erstellt. Moment. Sind wir jetzt mal fertig? Können wir noch mal drüber reden, wo es die Funktion gibt in Roll20, wo man sein Charakterbild ändern kann? Max hat immer in die Einstellungen gehen, es dauert viel zu lange, deswegen mache ich es nicht mehr. Max hat auch immer noch sein. Max hat auch noch mal Würfel an. Max hat immer noch sein Wort. Das funktioniert, das dauert so lange. Das ist zwar nett, aber nein. Das ist immer noch dein Wort mit drin. Ich meinte denjenigen von uns, der das auf Twitch livestreamt. Das könnte nämlich ganz hübsch sein. Ach so, ja, dann sieht es schön aus. Aber es funktioniert nicht bei 100 dann. Ich meine, es geht nur bei kleineren. Ja, geh einfach mal auf Optionen, Würfeloptionen und 3D-Würfel aktivieren. Verglichen hier. Textoptions, Dice-Options. Able 3D oder die Dices. Okay. Und der Dice-Options das zweite. Ja. Genug. Gut. Dann probiere ich es einmal kurz aus. Aha. Fantastisch. Sieht man's? Man sieht's. Okay, ist doch super. Es wird im Chat nicht angezeigt. Doch wird es. Nö. Oh. Ja, ich habe eine 63 gewürfelt. Du hast danach irgendwas gewürfelt. Click and drag to roll the dice. Was hier ist es? Exakt. Jetzt wird die 51 eingeblendet. Okay, interessant. Ja, wie gesagt, ich finde das eigentlich ganz nett für Streams. Ist mir letztes Mal so aufgefallen, das könnten wir eigentlich mal aktivieren. Ist nicht schlecht. Und für 100 funktioniert scheinbar. Es funktioniert alles. Ich werde mir mal den Fatschwürfel angucken. Das will ich jetzt nur kurz machen. Er wird nie benutzt, aber ich will wissen, wie sie aussehen. Es ist ein 0 plus minus 1 Würfel, also ich weiß auch nicht. Liebt man den? Er existiert nicht. Cool. Ein nicht existierender Würfel kann ich rollen. Ja, das ist wahr. Gut, dann würde ich sagen, 1 Minute sind wir gerade schon drüber über dem eigentlich angesetzten Start, den ich festgelegt habe, spontan. Aha, okay. Jo. Angesetzter Start war 18 Uhr, aber gut. Meiner, den ich angesagt habe, weil ich noch dringend aufs Klo musste. Let's go.